Ich bin jetzt echt schon auf der ganzen Welt oder echt an vielen Orten gefahren. Wenn Leute zu mir kommen und ich fahre mit ihnen rum, dann sagen sie auch alle, boah krass, ihr könnt ja so viel aus dem Lift machen und ihr habt so viel schnelle Runden. Und ja, das ist halt schon das Geile an so Wettermontafon. Und das macht es so schwer, so wie ein anderes Ski zu fahren. Ich würde sagen, so genau solche Tage, wo es jetzt echt Neuschnee hat und wir haben die Möglichkeit, die ersten Lines zu setzen oder auch, wenn es jetzt nicht die ersten sind, aber meistens sind wir doch die ersten. Und dann spielen wir halt am Berg so rum, wir haben da auch unseren Ablauf. Am Anfang gehen wir dann dahin oder dann fahren wir als nächstes dann da runter oder dann entscheiden wir oft mal im Tal. Weil uns die Fette Montafon ist ja recht groß. Unsere Videos haben natürlich auch dazu beigetragen, dass da jetzt auch immer mehr Freerider am Berg sind. Ist ja auch das Schöne zu sehen am Sport, dass er wächst und dass wir andere dafür begeistern können. Die Vorfreude ist natürlich schon groß beim Überqueren, weil man hat schon ein bisschen Gefühl dafür, wie der Schnee ist, weil man es ja sieht, auch die Temperaturen und so. Und ja, dann überlegt man sich eben auch, welche Line fahre ich als erstes, was macht Sinn. Also ganz ehrlich, also die Fretta Montafon, für mich ist ganz hart, irgendwo anders Ski zu fahren, weil ich halt alles kenne da und auch mit Thomas zusammen, dann kennt vielleicht er einen Spot, wo ich noch nicht kannte. Ganz selten kenne ich einen Spot, wo vielleicht der Thomas noch nicht kannte, aber ich versuche schon immer wieder mal in andere Skigebiete zu fahren, weil wir haben ja auch den Arlberg in der Nähe. Aber wenn ich es mal schaffe, in ein anderes Skigebiet zu gehen, dann weiß ich auch, ja, die Fretta Montafon ist richtig mega und fett, aber es macht schon auch mal Spaß, wieder irgendwo anders zu fahren. Also ich fahre im Dunkeln los und meine Anfahrt ist so circa 45 Minuten. Auf dem Weg nehme ich meistens den Thomas mit und ja, und dann schauen wir, also wenn es geschneit hat und Bluebird ist, dann schauen wir immer, dass wir in der ersten Gondel eigentlich sind. Hallo. Ha? Na, nur die zwei jetzt. Richtig, richtig Vorfreude ist dann, wenn ich die Skischuhe zumache und dann bei der Kamera dann nochmal auf Rack drücke und dann, ja, droppst du in den Hang rein und dann, ja, dann geht's los, dann genießt du halt einfach nur. Ja, geil, Leute, ja. Sind die schon reingefahren? Na, erste. Ich wollte fragen, wie die Landings sind. Oder? Bitte? Ich wollte fragen, wie die Landings sind. Ja, ich glaube ganz okay. Gut. Unter der Woche im Anker. Ja, hier war noch einmal fahren, Thomas öfters. Ja, war schon cool. Okay. Ja, da. Takeoff und dann da auch. Ganz geil. Ja. T-Shirt dazu machen. T-Shirt offen gehabt. Ja, das ist
Alles klar? Nein. Okay. Hey, probier's mal. We'll be right back.
Alter, da kannst du so segeln! Das ist vom Timing ein bisschen besser als Starting auf jeden Fall. Jetzt müssen wir jetzt zusammen losfahren. Probieren wir es mal so, dass das lustig ist irgendwie. Ja, okay. Schön, versuch. Scheiß Butter, ey! Ja.